So, meine guten Freunde, ich bin das Adam Simafix. Und wir sind wieder zurück in Assassin's Creed Mirage. Ja, Leute, wir sind wieder bei diesem dummen Rätsel. Es war echt cool. Ich bin da nämlich rumgelaufen und auf einmal habe ich gerätselt. War hammer cool. Ihr erinnert euch ja noch beim letzten Mal. Und dann ist das Spiel einfach abgeschmiert. Einfach so! Und das Geile ist, es gibt keine Checkpoints in den Missionen. Also nochmal alles von neu. Also das ganze coole Abenteuer nochmal von vorne. Aber okay, ich habe das schnell nachgespielt. Bin das ein bisschen rowdy-mäßig vorgegangen, aber beim letzten Mal bin ich sehr viel vorangegangen. Und ich weiß nicht noch, was ich tun muss. Einfach jetzt ziehen, ich bin mir nicht sicher, das habe ich auch vorher so gemacht, aber nun gut, es ging auf jeden Fall so nicht. So, liebe Leute, was machen wir gerade, außer dass wir den hier sehr schön abgemuckst haben? Unser Ziel ist es ja eigentlich, den letzten, der hier von Bashis Leuten hier zu finden. Zuck. Wir haben ja schon uns gut durchgemordet. Und wir brauchen ja hier definitiv Verbündete. Und unser Ziel ist natürlich hier, den guten Ali zu finden. Das machen wir auch, aber erstmal. Boah, geht's mir aber hart auf den Senkel. Tut's nicht so moralapostelmäßig. So, auf jeden Fall machen wir jetzt hier die Tür auf und holen uns freien den letzten. Nun zurück zu den anderen. Nehmen die Kiste und wenn es genehm ist, dann verlasse ich jetzt das. Oh! Fenster. Machen wir auf. Hä? Wo? Du kannst nicht fliehen. Ach, da oben. Ich bin gespannt, ob die das ins Gebäude reinschaffen. Ich hab dir nichts getan. Gar nicht. Überlegst du nicht. So. Das soll das jetzt gewesen sein. Alter, was? Schnell fliehen, das ist so. Das ist so ein schwer gepanzerter. Also irgendjemand macht jetzt Jagd auf uns. Ja, verschwindet's halt! Dreckszivilisten. Was war denn das? Alter. Ja, ich drück nach Kreis! Junge, willst du sterben? Alter, Leute! Ich habe keine Ahnung, was das für ein Dude ist. Er packt da einfach irgendwie seine Supermoves aus. Perfekt stealthiger Kill. Warte, bild ich mir ein, ist das Spiel gerade ein bisschen buggy. Bild ich mir ein, oder? Sehen die mich noch, oder? Nein, 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 nicht da. Wo sind diese dummen Steckbriefe? Holy moly. Ja, genau, natürlich ist der Steckbrief. Den tun wir natürlich auch genau neben die Wachen stellen, gell? Und ein anderer spawnt nicht nach. Es ist absolut peak. Okay, gut. Einfach weg. Wo gehe ich jetzt? Ich gehe in irgendein bewachtes Gebiet hin. Ich möchte eigentlich gar nicht rein. Ich möchte eigentlich nur zu meiner Mission wieder. Aber irgendwie lässt mich das Spiel gerade nicht. Ist echt sogar. Ja, jetzt spawnt auf einmal ein neuer Steckbrief da. Genau. Also, okay. Entspannt. Stirb mal sehen, was Schmerzen verdient. Nein! Nein! Was machst du, Mädel? Jetzt verschwind! Ach komm, Junge, so Mädels, Mann. Was stellt die sich da vor mich hin? Ich wollte. Ihr habt es doch alle gesehen. Ich wollte doch da. Ich wollte einfach den Steckbrief abmahnen. Ihr Geldbeutel hat sich mir in den Weg gestellt. Interessiert mich nicht. Interessiert mich nicht. Komm, ich will meine Mission machen. Kein Zeitkram jetzt. Also. Zack. Einmal noch. Wo sind die verdammten maledeiten Steckbriefe? Mir fehlt gerade mein Endhaken. Okay. Aber zumindest wieder auf Stufe 1, Mann. Also, dieser eine. Der eine Killer, den die auf uns gehen haben, das war ja grausig.
Egal, wir machen jetzt einfach mal weiter mit der Mission. Irgendwann wird schon mal irgendwas drop, spawnen wieder. Hoffe ich mal. Wir hätten uns die Söldner mitnehmen sollen. Das wäre... Basim, du tollkühner Hund. Ich leiste nur meinen Beitrag. Zusammen werden wir das Leid dieser Stadt beenden. El-Hul ist es, den du finden musst. Der Mann, von dem man nur hört, aber den man nie sieht. Was weißt du über ihn zu sagen? Er lässt Feinde des Kalifats in der Wüste graben. Gefangene, Aufständische, Arbeiter. Wonach er sucht, vermag ich nicht zu sagen. Diese Männer wurden vor Wochen mit Ali gefangen genommen. Dazu bestimmt, im Sand zu sterben. Ali nicht. Er kam woanders hin. Sie haben uns markiert und getrennt. Er war in einer anderen Gruppe. Sie wollten ihn befragen. Über dich. Und deine Freunde. Kannst du mir seine Markierung zeigen? Was hast du im Sinn? Ali und Nur kamen El-Hul nah genug, dass er es bemerkte. Wenn wir Ali finden, kann er uns zu El-Hul führen. Das ist ein Weg. Es könnte einen anderen geben. Ich gehe dorthin, wo diese Männer graben sollten, und gebe mich als Gefangener aus. Bist du wahnsinnig? Nein, nur stur. Hier, nimm das. Was fange ich damit an? Das ist eine Chitmatun-Münze. Jene, die ihren Wert verstehen, werden alles in ihrer Macht tun, um zu helfen. Diese Männer werden sich bei der Wassermühle am nördlichen Stadtrand sammeln. Ein Stützpunkt der Rebellen. Du bist dort willkommen. Allah schenke dir Erfolg. Möge Allah dich segnen. Meine Suche nach Ali geht weiter. In Shari könnte ich Hinweise zu seinem Verbleib finden. Vielleicht. Alkohol, wieso bin ich jetzt schon wieder Sperrgebet? Kann mir mal hier bitte irgendwo noch so ein dummer Stickbrief kommen, damit ich jetzt mal wieder von vorne anfangen kann. So. Schön, dass diese Marktschreie überall sind. Oh oh. Erinnerst du dich an meinen Onkel Karim, den Duft? Der ist überall, gell? Bestechen könnte ich sofort. Das bringt mir natürlich nicht so viel, weil ich eh kein Geld habe. Na gut, aber die greifen mich nicht mehr sofort an. Also es ist nicht mehr so schlimm. Oder? Also solange ich mich jetzt wahrscheinlich nicht mit denen anlege, passiert nichts. Aber ich verstehe jetzt nicht, wieso jetzt keine Steckbriefe mehr spawnen. Na gut, also. Nachforschung. Einen Teil haben wir schon gefunden. Okay, Bäsche haben wir abgehakt. So. Das wird Al-Ghul. Okay. Aber wir haben hier noch die Kontaktperson. Das ist jetzt erstmal unser nächster Hinweis, den wir machen. Ushan könnte mehr dazu wissen. Sie ist im Bürgerschaft. Okay, gut. Dann gehen wir da erstmal wieder zurück. Da, endlich mal. Boah, das... Da muss, die sind früher mal öfters gespawnt. Meiner. Oh, ich habe was geklaut. Sorry. Pitcher weg. Lass mir einfach in Ruhe. Also man wird definitiv bestraft, wenn man jetzt... Wie schlimm ist halt dieser eine Tutor? Ich weiß nicht, der ist einfach so gespawnt neben mir? Also ich hab den wirklich nicht gesehen. Auf einmal, zack, hat der gefightet, hat er seine Dropkicks ausgepackt. Eieiei, so. Wieso ist die Tür verriegelt? Ist das nicht... Ist das nicht zu meiner Hood? Dann ist die Tür halt verriegelt. Ah, aber hier ist was. So. Weiß nicht, wem der Schatz gehört, aber wer seine Fenster nicht abschließt, hat Pech gehabt. Gibt es noch irgendetwas, das du mir über Shari erzählen kannst? Warum sollte sich Nur dafür interessieren? Die Menschen dort sind stumme Unterstützer der Aufständischen. Einfache Leute. Arbeiter. Händler. Wenn ich so darüber nachdenke... Nur erwähnte tatsächlich einen neuen Kontakt. Einen Händler. Vielleicht wohnt er in Shari, bei den Lederfärbern der Manufaktur. Ich werde nach einem Stand Ausschau halten. Das ist jetzt nicht so richtig eine gute Angabe, aber okay. Was bleibt uns anders übrig?
jetzt machen wir erstmal die doofe Tür auf. Ich meine, ja klar, so, wir müssen uns verbunkern, aber ihr könnt aber für mich die Tür aufmachen, Jungs und Mädels. Wahrscheinlich ist die beim nächsten Mal wieder abgesperrt. So. Das ist jetzt mein Pferd. Ich hoffe, keiner von euch hat was dagegen. Es ist nett, dass ihr ein Pferde gibt. Wahrscheinlich wird das relativ unwichtig sein. Weil von der Map hätte ich jetzt gesagt, ist man ja größtenteils in der Stadt. Aber okay, ist auch nicht schlimm, dass man die hat. Wir werden uns auf jeden Fall erst als nächstes das Upgrade holen, dass wir mehr Heiltränke tragen können. Wir haben jetzt schon wieder einen Skillpunkt. Lass mich lügen, habe ich das... Genau, das haben wir uns jetzt nämlich gekauft. Und als nächstes machen wir das da. Elixiertasche plus 1, Mann. Das ist das wichtigste Upgrade. Was soll ich sagen, Mann? Sturz abfangen wäre auch ganz cool. Attentäter konzentrieren. Ein Konzentrationsbalken. Kettenattack. Oh, das ist auch so ein wichtiges Upgrade. Weil aktuell können wir immer nur einen killen. Und das ist natürlich gar nicht mal so cool, Mann. Wenn die nebeneinander stehen. Upp. Mitten durch die Farbhaufen laufen. Sehr schön. Naja, so können wir unsere Klamotten immer auch färben. Habe ich gerade von einem Bettler seinen letzten Diadem geklaut? Einen Augenblick. Darwish. Hasim. Azizi. Ich dachte, du wärst tot. Das dachte ich von dir auch. Was machst du hier? Deine Kleidung. Du bist nun einer von ihnen? Wie das? Ich bin ein Verborgener unter Roshans Führung. Verzeih mir, das ist alles zu viel. Als ich dich unter den Toten nicht fand, hoffte ich, dass du irgendwie entkommen wirst. Ich habe nächtelang für dein Überleben gebetet, dass du in Sicherheit bist. Heute zeigt mir Allah, dass er mich erhört hat. Ich bin deiner Gebete nicht würdig. Was in jener Nacht geschah, war nicht dein Werk, sondern das böser Männer. Das weißt du. Deswegen hast du dich entschieden, diesen Weg zu beschreiten. Deswegen bin ich nun in Bagdad. Ali ibn Muhammad ist ungestüm und sieht sich selbst als der Mahdi. Ich verachte den Mann, aber wir kämpfen gegen denselben Feind. Einen, bei dessen Niedergang ich helfen muss, wenn meine Seele je ruhen soll. Es ist also wahr. Du bist der Rebellenhändler, der Nur geholfen hat. Wie ist es ihm ergangen? Sein Leben hängt in der Schwebe, aber er ist bei meinen Leuten sicher. Ich setze seine Arbeit fort und jage die Unterdrücker Bagdads. Ali half Nur dabei, sich einem solchen Mann zu nähern. Aber wie du vielleicht weißt, ist er seitdem verschwunden. Er ist nicht verschwunden. Er wurde gefangen. Ein Schicksal, das er gerade mit vielen Aufständischen teilt. Weißt du, wo er festgehalten wird? Er wurde zur Wache von Beb Khorasan gebracht. Aber das ist schon Wochen her. Du beherrschst schon ihre Abgänge. Es war schön, dich wiederzusehen. Pass auf dich auf. Du magst jetzt in besseren Händen sein, doch ich bleibe ein nörgelnder alter Mann. Und Basim, wenn du dich mal etwas... diebisch fühlst, komm ich besuchen. Ich könnte deine Hilfe brauchen. Für die gute Sache, versteht sich. Die gute Sache. Ah, das ist doch schön. So, Artefakte nehmen. Okay. Gut, Nachforschung schauen wir uns an. Darwish haben wir. Damit haben wir den Kontaktmann. Und hier findet er raus, wo sich Ali befindet. Bei der Wache von Bad Jersan. Okay. Habe ich das jetzt abgewählt? Zweiten Fertigkeitspunkt. Leute, ihr wisst, was das heißt. Yo, ein Elixier mehr. Wir brauchen es. Weil ich schlecht bin. So, bringe die Gegenstände in Darwins Laden. Oh. Achso, ich habe schon Artefakt. Ja, gut, dann gebe ich ihm doch gerne. So, mach mal. Du sagtest, du bräuchtest Hilfe, Darwish. Dabei den Aufstand aufrechtzuerhalten, nehme ich an. Richtig. Mit Geld lässt sich da viel erreichen, aber ohne die richtigen Mittel lässt sich schlecht an Geld kommen. Sieh mal,
Es heißt, dass unsere feinen Bürger seltene und einzigartige Gegenstände mit sich herumtragen. Erleichtere sie von dieser Bürde, Bassimund, werde belohnt. So, Händler verkaufen alles Mögliche und auch Verbrauchs- und kosmetische Gegenstände. Okay, gut. Schnürfeln, das ist sehr wichtig, und Plünder verkaufen. Okay, gut. Was sind das? 500? Ich habe 160. Der weise Mann pflegt seine Ausrüstung. Bin mega pleite, Mann. So faul wie du bist, brauchst du sicher viele solcher Spiele. Was soll das jetzt heißen? Jo, ich bin pleite. Ich kann dir leider nichts geben. Ich kann meinen Plunder kann ich dir verkaufen. Hier so. Wenn es dir dann besser geht. Preis um 7% herabsetzen. Komm, weil wir Freunde gesund, sind. Alter Mann. Bis zum nächsten. So, finde ich aber sehr schön, dass Davish überlebt hat. Muss ich sagen, habe ich jetzt mehr oder weniger nicht damit gerechnet. Ihr bringe Gegenstände hin, das kann ich eh nicht machen. Also komm, Nachforschungen. Hier. Wo muss man da hin? Den Schnellreisepunkt haben wir noch nicht. Aber okay, wir waren ja immerhin schon mal in der Gegend. Auf jeden Fall, mich wundert es eigentlich, dass nicht seine erste Frage war, wo Niam ist. Das hätte ich jetzt eher erwartet, dass er das sagt. Aber okay. Ich denke, da werden wir auf jeden Fall auch noch begegnen. Und ich will eigentlich noch diesem Kid mit der Schleuder begegnen. Ja, ihr wisst ja, bald haben wir dann auch die mächtigste Waffe ever, die Schleuder. Okay, den müssen wir beklauen. Mad Skills, Mann. Draufens hat Faktor. Okay, Mad Steel Skills. Ihr habt gesehen, bei dem war auch der Kreis um einiges geringer als bei den anderen sonst immer. Oh, ist aber nett. Wie gesagt, sonst war das immer nur, oh, ein Dieb, wir müssen aufpassen. Und jetzt tut er wirklich die Wachen holen und sagt halt, ey, bitte untersucht es, es ist einfach weg. Also, realistischer als früher wirkt es schon. Zack. So. So, 7 von 13 ist zu entscheiden. Also, dann haben wir schon ganz gut. Nein. Ich wollte doch gerade. Ich habe euch doch gar nichts getan. Ich will doch gar nichts. Ich hab schlechte Erfahrung mit dem Hafen. Ey, Leute, ich will einfach nur vorbei an dem dummen Hafen. Das ist gar nicht mal so einfach. Was sind eigentlich das für welche, die hier... Eine Kostprobe unserer Musik gefällig? Ah, Wachen ablenken. Okay, ich bin pleite. Ich kann mir sowas nicht leisten. Ich bin arm. Ich muss Kinder beklauen. Jeder, der ein Geldbeutel hat, ist von mir nicht sicher. Das Schlimme ist halt, dass die Belohnung halt echt immer so glorreich sind. Irgendwie, okay, man hält ja diese Ringe. Also, zum Glück hält man da kein Geld, weil wenn man da Geld erhalten würde, wäre das ja gar nicht. Oh, gefallene Münze der Hände. Ah, haben wir schon wieder 10%, was wir uns beim nächsten Mal sparen sollen. Moins. Oh, Leute, schon wieder ein Hase. Eine gute Hasenpfote. Keine Feinde, oder? Das Einzige, was mich stört, wir haben keine Minimap. Ich meine, das ist jetzt nicht so tragisch. Was mich mehr stört, ist die Tatsache, dass wir teilweise wirklich so in Feindgebiete laufen und das dann immer so ganz schwach da oben immer sehen. Ich da jetzt... Kann man irgendwie ablenken? Wahrscheinlich nicht. Ja gut, ich habe jetzt die Wahl, entweder ich... Ich hätte mir jetzt fighten können. Ja, super. Kletterjunge, dankeschön. Was ist jetzt? Geh halt hoch! Junge.
Okay, hier kann man natürlich wieder nicht hoch. Ich will gleich runterfallen. Oh, sehr gut. So, und sicher. Weil das Ding ist, ich hätte jetzt fighten können, aber hätte ich jetzt gegen die Typen gefightet, dann wäre mein Problem gewesen, dass ich ihm wieder Mord begangen hätte. Und dann wäre meine Stufe, war jetzt mein Gedanke höher, als wenn ich jetzt einfach da das nur stehle und weglaufe. Ganz relaxed und entspannt haben wir das gemacht, mit viel Style. Schauen wir uns hier nochmal die schöne Hafengegend an. Sieht sehr hübsch aus. Ich bin ja gespannt, wenn wir dann in die innere Stadt ziehen. Weil ihr seht, da sieht natürlich alles so ein bisschen prunkvoll aus. Also ich bin bis jetzt richtig hype, Mann. Das ist echt richtig, richtig schön hier bis jetzt. Das war nicht richtig schön. Ah, nein, was habe ich jetzt gemacht? Ich wollte mich... obwohl, warte, schauen wir mal, ob es geht, warte. Ja, das rückwärts fallen lassen, Leute. Das ging auch in Assassin's Creed, das war aber immer ein bisschen tricky. So, da ist keiner. Und wieder weg. Und ihr seht, unser Verbrechen war jetzt auch nicht so groß, dass jetzt irgendein Kopfgeld auf uns ausgesetzt wurde. Weshalb wir zwar jetzt nach uns gesucht wird, aber der Vorteil ist, dass Wache von Bob Charos, dass okay, das wird knackig. Ja, wenn wir schon irgendwie reinkommen. Dass wir halt nicht konstant auf der Straße gesucht werden. Das ist schon, macht die Sache um einiges leichter. Was ist da? Da gehen wir mal hin. Boah, Leute. Ich weiß nicht mal, wie ich da reinkommen soll in die Festung. Ja gut, über die Mauern hier? Nett, dass wir gleich in die erste Wache reinlaufen. Ja, oh cool, das ist so... ja, nee, es ist so... Nee, warte, es ist... Nee, wir sind woanders. Ich dachte, das ist wieder unser Lieblingsgefängnis. So, also irgendwas können wir da abhören. Werden wir uns anschauen. So. Habe ich schon mal gesagt, dass die versteckte Klinge die coolste Waffe ever ist. Ein Versteck, okay, gut, also in den Haufen. Das kommt mir bekannt vor. Werden du und der Schreiber je miteinander auskommen? Unwahrscheinlich. Der Mann glaubt, wegen seines Ranges könne er sich alles erlauben. Kommt er mir nochmal in die Quere, töte ich ihn eigenhändig. Und wer schreibt dann die Namen der Gefangenen auf? Du? Du kannst nicht mal deine Armschienen festbinden, geschweige denn schreiben. Wenn wir dadurch sein Geschwafel loswerden, lerne ich es mit Freuden. Okay, also, Aufzeichnung finden. Der erste sucht uns schon. Okay. Mach's gut, nichts passiert. Komm, 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 nicht aufregen. Nichts ist los. Tu halt nicht so coole One-Liner hier raus. So, und den schnappen wir uns auch noch. Und dann, zack. Hast du leider keine Zeit mehr, Scheiben zu lernen. Und ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir jetzt erstmal dann geschwind einen kleinen Cut. Beim nächsten Mal geht's dann weiter mit Lost Places Creed Mirage. Und dann starten wir uns hier weiter rein. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.